Seit dem Zweiten Weltkrieg war die Wohnungsnot in Salzburg so dramatisch wie zurzeit und noch nie sind auch die Bodenpreise so explodiert. Die Gelegenheit für politische Eingriffe wäre günstig. Die Wohnbauförderung wurde vom Bund an die Länder übergeben und das haben ja die Länder seit Jahren gefordert. Auch in Salzburg wird an einer neuen Wohnbauförderung gebastelt. Nach einhelliger Expertenmeinung wird sie freilich nichts ausrichten. Dazu gehört schon mehr, vor allem der politische Mut, sich an das heiße Eisen Bodenpolitik heranzuwagen. Ein Hintergrundbericht von Michael Mayer. Eine Delogierung wird vorbereitet. Alltag in Salzburg, einer der reichsten Städte der Republik. Zwei-Zimmer-Mietwohnungen sind zurzeit nicht unter 5.000 Schilling zu haben. Als Anzahlung für eine geförderte 50 Quadratmeter Eigentumswohnung werden 350.000 Schilling gefordert. Nicht zu schaffen für junge Normalverdiener. 1.700 Salzburger bräuchten sofort eine Wohnung. Immer mehr landen stattdessen in der Obdachlosigkeit. Die führt dann oft direkt ins Armengrab auf dem Kommunalfriedhof. Doch das Drama ist noch gar nicht auf dem Höhepunkt. Auch in den Nachbargemeinden der Landeshauptstadt stiegen die Bodenpreise im letzten halben Jahr um 50% und mehr. So etwa in Eugendorf von 1.500 auf 2.500 Schilling pro Quadratmeter. In Oberndorf von 1.500 auf 2.200 Schilling. In Wals von 1.700 auf 2.500 Schilling. Eine Wohnbaudiskussion der Gewerkschaftsjugend. Fast flehentlich schon fordern die Experten die Landespolitik zum Handeln auf. Wenn man viel Geld hat, kann man natürlich sich zurücklehnen und warten. Die haben kein Problem. Problem haben die, die unter 10.000 Schilling sind. Wir haben in Salzburg noch immer 24% der Einkommensbezieher, die unter 10.000 brutto verdienen. Das heißt, die Einkommen sind ziemlich gleich geblieben in den 80er Jahren und die Wohnungspreise und die Bodenpreise sind explodiert. Das ist unser Problem und das ist ein allgemeines und wenn wir es nicht lösen, na gut, dann werden wir den Leuten Forschung besetzt weiterhin die Häuser, da gehen dann die Politiker wenigstens hin und diskutieren mit denen. Alles hängt nach Ansicht der Fachleute davon ab, ob die Landespolitiker das entscheidende Tabu berühren, die Bodenfrage. In halb Europa, sogar in den USA, wird irgendwie für günstigen Wohnbaugrund vorgesorgt. In Salzburg bisher nicht. Ja, ich habe den Eindruck, dass sich die beiden Großparteien eigentlich scheuen, hier greifbare Maßnahmen zu treffen. Dass, wenn man ein Gespräch mit Spitzenpolitikern des Landes beginnt, dann winden sich alle und niemand traut sich eigentlich hier auch nur greifbare Vorschläge zu machen. Und darunter leidet die ganze Entwicklung. Wenn es jetzt nicht zu raschen Fortschritten in der Bodenpolitik kommt, was wäre dann die Folge angesichts der Situation auf dem Markt? Dann wird es Wohnungen geben, nur für sehr, sehr wohlhabende Leute, für Ausländer, die da ihren Lebensabend verbringen. Und es wird ein normaler Einkommensbezieher, auch mittlerer Einkommen, nicht mehr in der Lage sein, eine Wohnung zu kaufen. Es liegt an der politischen Ebene, wobei ich nicht verhehlen möchte, dass es ja nicht so einfach ist. Man muss natürlich schon auch die Seite der Grundbesitzer sehen. Man kann nicht einfach also mit dem Sturm und Drang und dem Wort Enteignung vorgehen. Man muss hier schon sehr sensibel vorgehen. Aber eines ist sicher, ohne irgendwelche staatliche direkte Eingriffe wird es uns in Zukunft nicht mehr möglich sein, Grundstücke mit jenen Konditionen zu erwerben, die wir tatsächlich für den geförderten Wohnbau brauchen. Konkrete Vorschläge, international erprobt, liegen genug am Tisch. Das reicht von freiwilligen Vereinbarungen mit Grundbesitzern, Teilflächen für den Wohnbau abzugeben, bis zum härteren Mittel der Vorbehaltsfläche. Dabei wäre, ähnlich wie bei Kindergärten, ein Grundstück eben dezidiert nur dem Wohnbau vorbehalten. Ohne neue Bodenpolitik wird jedenfalls die Wohnbauförderung nicht greifen, da sind sich die Experten aller Lager einig. Rechenbeispiel einer Genossenschaft. Für eine geförderte 80 Quadratmeter Eigentumswohnung ist bei den derzeitigen Grundpreisen mit 14.000 Schilling Rückzahlung monatlich zu kalkulieren. 5.000 Schilling sind einem Durchschnittsverdiener zuzumuten. Den Rest von 9.000 müsste das Land übernehmen. Finanzierbar ist das mit Sicherheit nicht mehr. Zum Thema der österreichische Wohnungsmarkt gibt es übrigens morgen Abend einen